Mittel, Alter! Grimminger Tilger aller Leute, schädlicher Ächter aller Werte, freisamer Mörder aller Menschen, ihr Tod euch sei verfluchet. Gott, Ewer Tirmer, hasse euch, unzählen Mehrung wohne bei euch, Unglück hause gewaltiglich zu euch. Wow, das sind wirklich starke Worte. Der Tod wird beschimpft und verflucht. Alles Schlechte der Welt soll ihm widerfahren. Mit diesen Worten beginnt ein außergewöhnliches Werk, das als das bedeutendste Prosawerk des Mittelalters in deutscher Sprache gilt, der Ackermann aus Böhmen. Geschrieben hat es Johannes von Tepel im Jahr 1401. Benannt ist er nach seiner Heimatstadt in Böhmen, dem heutigen Tschechien. Als er das Werk schrieb, war er Notar und Leiter der Lateinschule in Saaz, ebenfalls eine Stadt im heutigen Tschechien. Ihr seht die Lage hier auf der Karte. Die Stadt hat Johannes von Tepel ein Denkmal gesetzt, das ihr hier neben mir sehen könnt. Der im 15. Jahrhundert weit verbreitete Text besteht aus 34 Kapiteln. 32 davon sind eine Wechselrede, ein Streitgespräch zwischen einem Ackermann, also eigentlich einem Bauern, und dem Tod. Der Ackermann ist ein Klagender. Und das Wort Klagen kann sowohl das Wehklagen als auch die juristische Anklage bedeuten. Und beide Bedeutungen sind im Text auch enthalten. Der Ackermann klagt den Tod an. Der Grund? Seine Frau Margarete sei im Jahr zuvor im Kindbett gestorben. Ob das ein echter biografischer Hintergrund ist und tatsächlich der Grund für den Text, das ist nach wie vor umstritten. Aber es ist eigentlich auch unbedeutend, denn der Text spricht für sich. Und der Ackermann, es ist natürlich kein Bauer, denn Johannes von Tepel schreibt, dass sein Pflug die Schreibfeder sei. Und somit steht der Ackermann als Sinnbild für alle Menschen. Schauen wir uns den Inhalt einmal genauer an. Wie gesagt, der Ackermann klagt den Tod an. Doch der geht auf die Klage gar nicht ein und er wehrt alle emotionalen Argumente des Ackermanns mit Logik ab. Er sagt zum Beispiel, er handle doch ohne Ansehen der Person und außerdem sei das Sterben sowieso Teil des natürlichen Laufs von Werden und Vergehen. An manchen Stellen ist der Tod aber auch richtig zynisch, wenn er etwa zum Ackermann sagt, es gebe doch noch mehr gute Frauen und er könne sicher eine neue Ehefrau finden. Auch die Klage, dass die Frau viel zu jung gestorben sei, wehrt der Tod ab, indem er sagt, sobald jemand geboren sei, sei er auch alt genug zum Sterben und ja, Schönheit, die vergehe sowieso mit dem Alter. Hier argumentieren also Herz und Gefühl auf der einen Seite gegen kühle Logik auf der anderen Seite. In Kapitel 33 fällt Gott ein Urteil in dem Streit und er sagt, Klager habe Ehre, der Tod habe Siege. Also dem Kläger gebührt die Ehre, aber der Tod hat diesen Streit gewonnen. Das ist ungewöhnlich, denn nach mittelalterlichem Verständnis gehören Sieg und Ehre unmittelbar zusammen. Man denke nur an die Artus-Romane, deren Helden eben dann nur ihre Ehre bewahren können, wenn sie siegreich im Kampf sind. Das Buch endet mit Kapitel 34 und einem Schlussgebet für die Seele der verstorbenen Frau und einem Lobpreis auf Gott. Im Ackermann aus Böhmen lehnt sich ein Mensch gegen den Tod auf. Damit wird auch die Allmacht Gottes kritisiert, der sich die Menschen bis dahin unterwarfen. Der Ackermann betont den Wert des Menschen und die irdische Welt. Und deshalb wurde dieser Text auch lange Zeit als ein erster Text des Humanismus in deutscher Sprache gesehen. Später war man etwas vorsichtiger und sagt, es war vielleicht ein Vorläufer des Humanismus. Ja, es gibt Gründe, die dafür sprechen. Zum einen eben die Auffassung vom Menschen und der Welt. Dafür spricht auch ein Widmungsschreiben des Johannes von Tepel, in dem er sagt, er habe versucht, die Elemente der klassischen Rhetorik jetzt an der deutschen Sprache auszuprobieren. Und damit passt das zu der Auffassung der Prager Kanzlei Kaiser Karls IV., die nämlich tatsächlich versuchte, den frühen italienischen Humanismus in die deutsche Sprache zu übertragen. Aber auf der anderen Seite haben wir die Argumente des Todes, der nämlich sagt, ja, der menschliche Körper ist ein Kübel für Unrat, und die Erde sowieso nur ein Ort sinnlosen menschlichen Handelns. Das ist die Auffassung des irdischen Jammertals, die das ganze Mittelalter durchzieht.
Ja, der Mensch muss eigentlich nur warten auf den Tod und den Übergang in die bessere Welt des Jenseits. Insofern kann man zusammenfassen, dass der Ackermann aus Böhmen eigentlich fest auf dem gedanklichen Boden des Mittelalters steht, aber der Wind einer neuen Zeit zwischen den Zeilen bereits hindurchweht. Ja, der Ackermann aus Böhmen ist ein spannender und interessanter Text aus dem Spätmittelalter. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die literarische Welt des Mittelalters, über Texte und Autoren, dann schaut auf die Playlist. Und wenn ihr überhaupt keine Folge verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen.